Kann ich nicht verstehen. Ja, das habe ich schon erfahren. Ja. Und wie viele Menschen arbeiten hier so? Wenn wir in der Produktion sind, haben wir hier 5 bis 10 Sammler. Für eine Ernte brauchen wir ungefähr 1 oder 2 Wochen. Dann dauert es erstmal bis zu 2 Monate, bis die Blätter nachgewachsen sind und wieder geerntet werden können. Wie viel Coca könnt ihr an einem Tag ernten? Wir sammeln hier mindestens 250 Kilo am Tag. One day. An einem Tag. Und wie viel Kokain kann daraus dann hergestellt werden? Das hängt von der Sorte ab, aber es sind so um die 900 Gramm. Gibt es irgendwelche... Digga, 900 Gramm, 1 Gramm. Digga, ist das viel Knete. Herausforderungen dabei, Koka anzupflanzen? Koka anzubauen ist überhaupt nicht schwer. Man braucht einfach nur ein Stück Land. Das Saatgut bekommt man sogar von anderen Bauern geschenkt. Schwierig ist es nur, die Pflanze zu pflegen und Schädlinge zu bekämpfen. So, jetzt will ich das Ganze natürlich auch mal selber ausprobieren, so Koka zu ernten. Deswegen werdet ihr mir das jetzt mal zeigen. Nimm die Zweige zwischen die Beine, als würdest du auf ein Pferd steigen. Nimm. Digga, der andere mit Jeans, der andere mit richtiger Bauarbeiterhelm. Bauarbeiterhose. Die kleinsten Zweige. Und mit diesen Fingern kannst du ziehen. Es wird etwas wehtun. Nein, nicht so. Mach das so. Mach das so und so. Du musst stark nach hinten ziehen, dann tut deine Hand nicht weh. Ist gar nicht so einfach. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Coca-Plantage stehen würde und Coca ernte. Alles für euer Kokain. Digga, macht der danach Giveaway, Digga? Gewinner kriegt 3 Gramm oder was? Oder wie? Alles für euer Koks? Also für das Tempo würde ich dir keinen Lohn zahlen. Mit dir mache ich Verluste. Sie. Du bist gefeuert. Scheiße, Mann! Da sind verdammte 10 Gramm weg von dir, du Weißarsch! Ich glaube, ich muss hier noch viel lernen. Also es ist nicht so einfach. Okay, also ich habe jetzt ungefähr ein halbes Kilo geerntet und die ernten hier 200 am Tag. Ich hoffe, man macht sich nicht strafbar, wenn man irgendwie Coca erntet und mithilft bei der Coca-Produktion. Ist das so? Muss ich mal den Solmecke fragen. Also wir haben jetzt Coca-Blätter geerntet und jetzt geht es hier in das Labor, das auch... Der wird gleich abgestochen, wenn er so weitermacht. Okay, übertreibt. Plantage gehört, wo die Coca-Blätter direkt verarbeitet werden. Das heißt, aus den Coca-Blättern wird jetzt Coca-Paste gemacht, die dann an die Mafia weiterverkauft wird. Boah, crazy. Man sieht da so ein Zelt irgendwie, so mitten im Dschungel, dann hier so ein Labor. Digga, normalster Chemieraum in Ohio, Alter. Sieht aus wie bei mir damals in der Schule, wenn wir ein Projekt gemacht haben. Welche Chemikalien werden so für die Produktion von Kokain eingesetzt? Hauptsächlich benutzen wir Calciumhydroxid. Das lösen wir im Wasser auf. Dann fügen wir ein wenig Ammoniak hinzu. Das sieht alles so vercrackt aus, Chat. Irgendwie. Fühlt ihr das? Man könnte das doch viel rein hinbekommen, oder? Diese Mischung kippen wir dann auf die Blätter. Dann muss alles vermischt. Ach stimmt, Koks ist ja auch Crack. Werden, damit die Chemikalien helfen, das Alkalo... Digga! ...von Blättern zu lösen. Nein, Lauch. Aber ich muss sagen, das... Digga, an jeden Einzelnen, der Koks durch seine Nase zieht, Alter. Wirklich. Ihr habt Fußschweiß von irgendwelchen Leuten in neuem Kokain drin. Stinkt auf jeden Fall ganz schön durch diese ganzen Chemikalien und so. Das ist so ein richtig beißender Geruch irgendwie in der Luft. So ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie auf der Baustelle oder so. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall nicht so gut. Nicht gesund. Und ich würde da, glaube ich, nicht einfach mit meinen nackten Füßen durchlaufen wollen. Aber hey, so scheint das hier wohl zu sein. Als nächstes kommt noch Benzin dazu. Okay. Was? Also das Benzin wird hier versteckt, damit falls die Polizei irgendwie vorbeikommt, die das nicht findet oder so. Crazy, so unter den Holzbrettern. Wenn wir die Chemikalien draußen stehen lassen würden und das Militär kommt, werden die Chemikalien verbrannt. Das wäre ein großer Verlust für uns.
Digga, in Koks ist Benzin drin? Was? Wir nehmen die Mischung und schütten sie in die... Digga, da ist Fußschweiß? Benzin, Digga, macht der Arschhaare, was ist das? Diese Behälter, dann geben wir das Benzin dazu. Das dient als Lösungsmittel, um die... Digga, wie viel auch? Kokapaste zu extrahieren. Wie lange dauert der komplette Prozess, um diese Kokapaste herzustellen? Nachdem alles im Fass ist, bleibt es da für 20 Minuten. 20 Minuten. Danach entfernen wir den Stöpsel des Behälters und das Benzin fließt in ein Becken. Dieser Prozess wird so oft wiederholt, bis am Ende die Kokapaste übrig bleibt. Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Also 15 Tage lang immer wieder dieser gleiche Prozess, nur... Digga, was ist, wenn er Fußpilz hat? Um am Ende... Dann schallert's noch mehr. ...diese Paste zu haben. Klingt schon aufwendig. Und am Ende, wie viel Paste habt ihr dann? Am Ende der Ernte von ca. 5 Tonnen Kokablättern haben wir je nach Pflanzensorte ungefähr 12 Kilo Paste. Und für wie viel könnt ihr dann 1 Kilo Kokapaste verkaufen? Also wie viel kann man damit verdienen? Für 1 Kilo bekomme ich zurzeit knapp 580 Euro. Nach Abzug der ganzen Produktionskosten bleiben... Was? Zurzeit knapp 500... Wie viel kann man damit verdienen? 1 Kilo... Für 1 Kilo bekomme ich zurzeit knapp 580 Euro. Nach Abzug der ganzen Produktionskosten bleiben um die 170 Euro übrig. Digga, der Idiot geht mit 170 Euro Profit bei 1 Kilogramm Koks raus? Digga, der Arme wird ja richtig gescammt. Weiß er denn, wie viel Koks eigentlich wirklich kostet? Achso, die Paste. Aber trotz der... Ja, aber aus der Paste ist es ja nicht mehr so ein Riesenprozess zum richtigen Koks, oder Chat? Ganzen Kosten lohnt es sich mehr, Koka anzubauen, als jetzt andere Sachen wie Gemüse zum Beispiel? Die Ernte von einem Hektar Bananen oder Tomaten könnte ich für 960 Euro verkaufen, aber die Produktions- und Transportkosten sind fast 1550 Euro. Das bedeutet, ich würde bei jeder Ernte 600 Euro Verlust machen. Bei der Kokapaste fallen diese Transportkosten schon mal weg. Ich kann die 12 Kilo Kokapaste einfach im Rucksack mitnehmen. Bei Koka mache ich keinen Verlust, sondern habe pro Ernte einen Gewinn von 2100 Euro. Reich werde ich damit nicht, aber ich kann damit meine Familie ernähren. Eine Sache, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, war Koka zu kauen, weil das soll auch so belebende Effekte haben. Also viele Leute, ja, so Einheimische machen das anscheinend. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal machen. Schmeckt nach Pflanze, wie Salat oder so. Wie würde dein Leben ohne Koka aussehen? Ohne Koka müsste ich vielleicht in der Stadt betteln oder wäre in irgendeiner kriminellen Gruppierung. Hast du denn schon mal Kokain konsumiert? Nein, ich habe noch nie Kokain genommen. Was denkst du? Was? Das finde ich krass. Dass er zuständig ist dafür, dass so viel Kokain im Umlauf ist? Ja, ich glaube auch Cap, oder? Über Kokain als Droge? Kokain ist eine Substanz, die der Gesundheit schadet und abhängig macht. Es hat einen negativen Einfluss auf das Leben vieler Menschen. Aber wir sind Bauern. Es ist die einzige Alternative, die wir haben. Was denkst du über den Fakt, dass ein Gramm Kokain in Europa, in Deutschland zum Beispiel, 60 bis 80 Euro kostet? Nun ja, wir sind das erste Glied in der Produktionskette und wir sind eben diejenigen, die am wenigsten verdienen. Während ein Gramm Kokain in Deutschland 60 bis 80 Euro kostet, verkaufen Bauern ein Gramm ihrer Kokapaste für umgerechnet 58 Cent. Das ist schon krass. Irgendwie finde ich das schon verrückt, dass einfach diese Pflanze dafür verantwortlich ist, dass es so viel Leid auf der Welt gibt und so viel Krieg, so viele Menschenleben, die da irgendwie mit involviert sind. Und es ist einfach nur eine Pflanze. Es ist schon irgendwie absurd. Das Kokain-Business hat viele negative Auswirkungen auf die Menschen hier, die Umwelt und auch die ganze kolumbianische Gesellschaft. Ich fand schon krass.
Digga, ich will jetzt aus dieser Coca-Paste sehen, wie Coca gemacht wird. Dass vielen Menschen hier einfach gar nichts anderes übrig bleibt, als Coca anzubauen. Und dabei riskieren sie unter harten Arbeitsbedingungen nicht nur ihre Gesundheit, sie leben auch in ständiger Angst vor möglichen Übergriffen durch den Staat. Aber wie ich hier gesehen habe, ist es gar nicht mal so leicht, eine Lösung für die ganze Situation zu finden. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, mal hinter die Kulissen von so einer Coca-Plantage zu schauen. Ach, das ist illegal dann. Auch wenn es eigentlich gar nicht so spektakulär war. Ah, die Kokainpaste ist nicht illegal, Kokain ist dann wieder illegal. Weil Coca ist halt nur eine Pflanze. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht's zu einem weiteren Video von mir aus Kolumbien. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Beides illegal. Also. Also wirklich. Selbstexperiment. MDMA, Digga, was hat dieser Typ noch nicht gemacht? Das ist so geisteskrank. Der Mann hat wirklich schon alles durchgehabt. Der Mann hat wirklich schon alles durchgehabt. Jede Droge. Dein Essen? Okay. Besser ist es, Digga. Frau Bauer Video. Kurz Panik geschoben. Mami. Ja! Moin, moin und rein da. Abfahrt. Mühle, ja, Mühle. Gritty. Mühle muss ich sagen. Also Mühle. Ja, Mühle ist es. Okay. Mühle ist aber es, Mühle, okay. Aber mach mal ruhig ein bisschen enthusiastischer. Okay. Also auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen echter, authentischer. Okay, okay. Warte nochmal. Okay. Ja, so. Ey, das ist bodenlos, ey, ehrlich. Das ist. Dicker. Was passiert hier? Dass er es auch wirklich macht, oder? Das macht ihn auch so ein bisschen aus, dass er wirklich das auch macht. Chat, ihr müsst für den Torjubel dran beliefen. Chef, Strobel, Chef, Chef, Chef. Tor! 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 Oh mein Gott, der Jubel! Oh mein Gott! Jungs, nur mit Messi, reden von Jungen, so fliegen nach Barca. Bleib auf dem Feld mit das Lionel Messi. Oh mein Gott. Mann, Digga! Wie kann man denn so oft, Digga, dieses Goat-Simulator spielen? Hab ich mich erschrocken, Digga. Alter, hab ich mich erschrocken. Jero, dein Crime Prime. Ich weiß nicht, mit welchen Texturen dieses Spiel entworfen worden ist, aber Digga, der sieht aus, als wenn man ihm nicht mehr helfen kann. Thermometer. Nein. Nein. Ich hab's gesagt. Am Ende des Tages, Arschbohrer sind wichtig und richtig. Misst man das wirklich im Arsch bei Tieren? Gott, ist so fett, wenn ich ihn überfahren will, muss ich zweimal tanken. Hey, warum willst du den überfahren? Soll ich dich mal überfahren, du Scheißopfer, hä? Sagst du das nicht? Selber fett. Hässlich bist du auch noch. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run. Ah! Oh mein Gott! Löwen, Chat, Löwen, Löwen! Digga, ich hab mich so erschrocken. Alter. Wow! Wow! There was a little bit. Digga, aber wie synchron haben die zweimal wow gesagt? Digga. Ja, kurz halt verpasst, Mann. Digga, ich hab einfach gesabbert. Digga, mir ist so das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fuck! Oh. Wir haben 1 Million Aufrufe. Wir haben 41.000 Zuschauer. Ja. Warum guckt ihr uns zu? Seid ihr dumm? Habt ihr uns was zu tun? Welche Loser haben weniger? Wer steht da? Montana. Wir sind wieder drin in den Freispielen. Trimax. Schreibe ich so 12.000 Reese, okay, der ist cool. Rumatrap. Digga, der sieht real talk aus wie Rumatra. Aber wirklich. Ha,
peinlich, oder Romata nur 500 Viewer, peinlich. Romata, geh off, Digga. Digga. Hoste lieber, hoste lieber. Digga, also, an seinem Blick, an seinen Augen erkenne ich das jetzt so 100. Wenn er da nicht betrunken war, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, der krasseste Skill, den ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist zu erkennen, wann man in so, sich so Momenten befindet, wo man später sagen wird, ey, wisst ihr noch, damals. Hm. Und das hier ist gerade so ein bisschen noch damals. Das ist auch ein bisschen noch damals. Digga, das war ein Zeichen. Das war ein Zeichen, das war ein Zeichen von Gott gerade. I'm sorry, do you have XXS condoms on in here? No? Do you got XXS condoms in here? Oh mein Gott. Okay, okay. Thank you. I'm sorry, man. I lost the bet. Können wir ins Wasser gehen? Boah, wir könnten baden gehen. Wir haben alle Badehose dabei. Wir könnten baden gehen. Du nicht? Du nicht? Geh mal in Unterhose. Geh mit, ja, ich hab nur eine. Du hast eine einzige Unterhose? Eine und Boxershorts. Ich hab alle benutzt bei dieser Woche da. Hier ist eine Waschmaschine. Nein. Boah, warte mal, hast du jetzt seit 3 Tagen die gleiche Unterhose? Nein. Du hast uns gerade gefragt, ob wir in den Eiern riechen wollen, weil ich würde es tendenziell ja nicht machen wollen. Ey, wir müssen machen, aber off-cam. Das kann man niemandem erzählen. Mit der Allmann-Brille auf und hab halt gesagt, meine Sportlehrerin damals, die hieß Frau Bauer, die hatte mies dicke Titten. So, unsere Sportlehrerin damals, die hieß Frau Bauer, die hatte mies dicke Titten. Ey, Chad, ich komm später nochmal vorbei. Bitte nicht. Oh doch. Ich oh doch. Ob du willst oder nicht. Und dann werde ich mich später in dein Bett legen. Und dann werde ich dir an den Arsch fassen. Verpiss dich. Wenn ich am Schlafen bin. Und dann werde ich dir einen Arschbohrer geben. Du kriegst gleich wieder richtig Dresche, mach dich raus jetzt hier, Digga. Ich muss noch arbeiten. Arbeiten. Such dir mal einen richtigen Job. Willst du mich lachen? So, Chat, und jetzt alle zusammen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Weiter weiß ich nicht. Danke, danke, ich kann. Hoch soll er leben. Hoch soll er leben. Ich hab nicht Geburtstag, Chat. Dreimal hoch. Er lebe hoch. Er lebe hoch. Verstehst du jetzt denn auch nicht, wie... Oh ja, Digga, das bereichert mich. Ein Clip von Danny wie Enraged. Dass ich es nicht feier, wenn du hier in meine scheiß Lobbys reinkommst. Und erzähl mir bitte nicht, du suchst einfach. Du kröchterst nämlich bei 6000 Punkten rein rum. Du wirst niemals, niemals in meine Lobby reinkommen nochmal. Verstehst du das? Ich finde es nicht geil, dass du reinkommst in meine Lobbys. Ich hasse es und es tötet mich. Und du, nicht nur du auch, Ray, ihr seid immer eins vor Permaban. Ist das geisteskrank. Raus hier! Oh. Oh mein Gott. Er hat sich hier auf dem Arm abgerollt. Seht ihr das? Das ist geschummelt. Du dich so links drehst und dann... Seht ihr? Ja, so schaffe ich das dann auch. Habe ich ja ein bisschen gemacht. Seht ihr? Machst Schummels. Hat sich hochgedrückt. Das nicht so auf der Seite und dann so machen. Das ist ein Schummels. Ich weiß doch, Digga. Ich wusste es einfach noch. Aber ich weiß doch damals, Digga, als ich als Butschi Fußball geguckt habe, Bayern München gegen Schieß mich tot, Digga, und Hitzfeld wieder an der Linie stand und so gemacht hat. Lucio, nach hinten, nach hinten. Und Lucio guckt rüber zu Hitzfeld. Und wieder Kopfball, Digga, das war so eine geile, das habe ich geliebt, Digga. Das habe ich einfach so geliebt, ich hab's geliebt, Digga. Und wie er da immer stand, Lucio nach hinten und Lucio, der Verteidiger, aber geborener Stürmer, Digga, wollte immer in den Strafraum. Carsten schreibt, streamst du Warum macht Reaction Hugo diesen Clip? Eigentlich nachts, weil es abends nicht mehr läuft. Ich könnte ja auch einfach den klassischen Carsten machen und wenn kein Game mehr da ist, dass ich einfach für 2,5 Jahre inaktiv gehe. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, oder? Guck mal, das ist jetzt ein Boss. Ich werde jetzt einfach totficken. So sexy.
verliere gleich die Kontrolle. So wie Upper Red. Ja, bitte rass aus. Den Talisman, den man da bekommen hat, den braucht. Aleikum Salam, was geht ab? Braucht man gar nicht. Also, der ist echt unnütz. Unnütz wie Upper Reds Steuererklärung. Weil das sind eh keine Einnahmen zu versteuern. Digga, warum schießt du eigentlich so oft gegen Upper Red? Das ist ja. Wo sind die 25 Viewer von Gas Week? Da hinten! Na komm, mach den Mund auf. Digga, ich muss sagen, ich finde Schokokuchen irgendwie gar nicht geil. Na komm. Oder so Schoko-Brownies mag ich gar nicht irgendwie. Mann, Willi, ich bin Dings. Ich bin kaputt im Kopf. Ich bin wirklich kaputt im Kopf. Mein Kopf hängt. Celtics? Was hat Celtics gemacht? Ich habe Fake-Sneaker als Betrüger verkauft. Ja, das können wir morgen noch angucken. Ist jetzt nicht so ein Video, was ich jetzt unbedingt gucken muss, Chat. Honeypoo-Vlog könnten wir uns noch angucken. Was geht, Leute? Aber warte mal, was ist mit Eli Jello? Das habe ich gar nicht geguckt. Winter Games Highlights. 2 Stunden! Anne Sikim. 2 Stunden kracht ja komplett. Digga. 2 Stunden kracht ja komplett. Lou, danke dir für deinen Raid mit 10 Zuschauern. Digga, was machst du in deinem Stream, Alter? Mein Chat zeigt? Und Jake, danke dir auch für den T1. Willi, ich habe deine Memo nicht vergessen. Ich konnte sie bloß nicht hören, weil ich bis jetzt immer so Kamera hier hatte und sowas. Mikrofon. Ich höre sie später, wenn ich im Bett bin, ne? Hat er wirklich mein fucking Chat als ein Stream gehabt? Das ist geisteskrank. Berke, danke dir auch für den Sub. Okay, muss ich gar machen. Heirat. Boah, Digga, ich bin so müde, Chat. Ich bin richtig müde. Speed-Vlog? Ah, ich will nichts riskieren. Ah, Daily Dose of Internet ist immer geil. Hab lange nicht mehr geguckt. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. If you don't know what lab-grown meat is, basically scientists take cells from a living animal, place them in a lab, and then grow those cells until the muscle mass is large enough to be harvested. That's really cool, but scientists just did something that's even crazier. A few days ago, they made a giant meatball using the DNA from a woolly mammoth. This might look creepy or weird, but this is just a deer with scent glands. Digga, was ist das? You're weird, but this is just a deer with scent glands. Was ist scent glands? Digga, sieht aus wie ein Monster von The Last of Us. Someone wanted to see if they could buy food for their pet by driving an RC car into a pet store. What the? Okay. Glow Shark food. Yeah, of course. Niemals. Yeah. Can he nod? Is that? Oh, he's nodding. He's gonna figure it out. Keep it up. In Deutschland hätten sie das Ding zertreten. A student pilot was flying with a. In so einem Auto darf Rockstar nicht fehlen, Chat. A student pilot was flying with a professional pilot when the student accidentally opened the door. Luckily, everything was quickly back. Was? Digga, also da hätte ich ja Panik meines Lebens geschoben.
Professional pilot when the student accidentally opened the door. Boah. Luckily, everything was quickly back kurz under control. These people train their dog to help take pictures when they go traveling. Das ist Kalle, wenn er vloggt. Für Sydney. Wie sieht's hinter der Kamera aus bei den Miami-Vlogs, meine lieben Freunde? These are professionals, please do not attempt. These racers flipped their boat and had to quickly switch to their oxygen tanks because their boat was sinking. Don't worry, they both made it out of the boat okay. Digga, wie willst du da nicht einfach aus Reflex sterben, wenn sowas passiert? These racers flipped their boat and had to quickly switch to their oxygen tanks because their boat was... Digga, ich würde aus Reflex einfach sterben. Sinking. Guck mal, wie schnell die reagieren. Crazy. Don't worry, they both made it out of the boat okay. This guy got tired of these kids ringing his doorbell and running away. Come here! Come here! Wenn die nicht auf die Fresse fliegt, dann weiß ich auch nicht. Fliegt auf die Fresse. Mann, Digga, ist doch gar nicht lustig, Mann. Warum fällt die denn nicht auf die Fresse, Alter? This guy got tired of these kids. Ey, Digga, Mann, ich hab 5 Sekunden meines Lebens verschwendet und hab mich gefreut, dass sie auf die Fresse fliegt. Ringing his doorbell and running away. Come here! I guess pigeons aren't exactly the best parents. Egg right before our eyes. What is going on here? It is hobbling. Lay it. A scuba diver found a fish with algae growing on its head, and it looks like a pretty cool hairstyle. It looks kind of goofy, but this is how astronauts train. They often go to deserts here on Earth to practice using their equipment. Ich will wieder nach New York, Digga. That is. Oh mein Gott, ich will wieder nach New York, Chat, wenn ich so Timescore sehe. Ah, Chat, ich will wieder dahin, Mann. Ich will wieder dahin. Unbedingt, ich will unbedingt wieder dahin. This video. We hope you enjoyed. And I'll see you guys again. I'll see you guys later. Okay, Chat. Die Frage aller Fragen ist, ich werde jetzt Die-Die machen gehen, Chat. Und schlafen. Die Frage aller Fragen ist, was mache ich euch über Nacht an, wenn ich am Schlafen bin? Ja, Chat, das Ding ist, ich muss irgendwann einfach pennen. Ich bin übertrieben erschöpft einfach. Ich bin so... Einfach Energie ist nach diesem Essen. Ich werde definitiv nicht mehr ein Iftar so schnell so viel essen. Das werde ich nicht mehr machen. South Park. Ich glaube, ich kann South. Ich darf South Park nicht laufen lassen. Ich habe überlegt, alte RP-Videos, wenn das klar geht. Wenn das klar geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die letzten Spenden, aber immer noch. Danke, 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 Niklas Grab, danke dir für deine 5 Euro. Toni, danke dir für deinen Euro. Friedrich, danke für deine 10 Euro. Leon, danke dir für deine 15 Euro. Wayne, danke dir für deine 5 Euro. Berke, danke dir für deine 20 Euro. Immer noch um 1.24 Uhr am Spenden die ganze Zeit. Ey, Digga, das ist so insane und geisteskrank, wie viel Geld hier reingeflossen ist. Warte mal, wie viel haben wir jetzt insgesamt? 16.750 Euro, und das in fast 400 Spenden. Das ist so krank, wirklich. Das ist so geisteskrank. Ja.
Krass. Wirklich krass. Danke, 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 danke. Top-Spender ist immer noch Miki mit 5000 Euro. Dafür auch nochmal ein Herz rein. Ein Herz generell an alle Einzelnen, die hier überhaupt was dagelassen haben. Ja. Ich brauche eine Playlist. Playlist, Playlist, Playlist. Nicht Playlist. Monte RP. Monte RP Playlist mache ich an. Alte RP-Videos. Achso, Ranger hat eine? Hat Ranger. Ranger, hast du eine? Okay, mach dir die dann an. Ja, ja. Wenn ich. Dings. Ich werd ja noch im Bett liegen. Okay, warte. Dann lass ich mal runter. Chat. Ist das Mic an? Mein Arsch, Mann. Echt? Echt? 6 Stunden lang ist das Ding. Ja. Bis an. Oha. Oha. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Chat? Sascha, hört man Sascha, mich? Sascha, hört man mich? Doppelt? Ja, Dings, bei meinem Dings-Mikrofon muss das ausgestellt werden. Bei meinem normalen Mikrofon. Okay. Hört ihr mich, Chat? Hört ihr mich? Jetzt nochmal? Okay, easy. Ich gehe jetzt runter, Chat. Ranger? Ich spreche ins Mikrofon, wenn du die Cam nach unten wechseln kannst, weil ich muss mich erst noch umziehen. Okay? Wenn ich gleich unten bin, ziehe ich mich ja um. Und die sollen das ja noch nicht sehen. Ja, erst die Szene wechseln, wenn ich durchgebe. Bleib einfach die ganze Zeit in der Szene und wenn ich sage, du kannst wechseln, dann wechsel auf die Kamera in meinem Bett. Checkst du? Okay. Check mal Mikrofon, nimm das mal mit. Sicher? Ja, das ist besser. Kannst du noch so ein bisschen mit den labern und wenn du dich dann wirklich hinlegst, wenn wir das da unten haben, dann behältest du dich da in der Nacht drin. Und dann reißt du vielleicht noch das Kabel kaputt. Ja, okay, stimmt schon. Hast du recht. Guter Call. Ist das Mikrofon an? Ist es jetzt an? Hört ihr mich, Chat? Guck mal, was sie schreiben. Okay, Chat. Ich werde jetzt nach unten gehen. Ihr werdet mich die ganze Zeit hören, aber ich werde mich die ganze Zeit halt umziehen, ne? Sascha, ich sag dir dann durch. Du hörst mich im Mikrofon, ne? Ja, easy. Ich sag dir einfach, wenn ich im Bett liege und du die Cam switchen kannst. So, Chat. Ich muss mich jetzt bed ready machen. Und. Yeah, man. Dann gehe ich pennen. Und stell mir einen Wecker. Vielleicht Sascha sogar. Ich guck mal, was, um wie viel Uhr ich mir einen Wecker stelle. Dass du es vielleicht sogar. Oder die Mods können das sogar bei oben irgendwie im Stream anpeilen oder so.
Irgendwie sowas können die machen. Okay, warte. Mein Handy. So. Okay. Ist der Chat? Okay, ich habe den Chat jetzt, glaube ich, offen. Mods. Okay, ich sehe euch, Chat. So. Sascha, ich sag dir Bescheid, wenn du Cam switchen kannst, ne? Okay, easy. Soll ich dir auf WhatsApp schreiben dann? Okay. Ich schreibe ihn auf WhatsApp dann. Was seht ihr überhaupt gerade, Chat? Wo ist mein Chat, Digga? Hallo? Einbrecher rum. Was labert ihr, Digga? Halt auf, Paranoia zu. Halt auf, Fitner zu stiften. Digga, hört mal auf mit sowas, Chat. Ich hab da voll Paranoia. Hört doch mal auf mit sowas, sag ich. Digga, Chat, das sind wiederum Pranks, die zu weit gehen. Wirklich. Was da in deiner Playlist? Und scheiße, mit mich, Baby. Yeah, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. So, Chat. Fast Bett ready. Digga. Ey, Streamingstuhl, ja, ist es auch. So, Chat, ich zieh mir kurz Socken an, damit ihr nicht meine Füße seht, währenddessen ich schlafe. Ja, ich schlafe mit Socken. Aber nur wegen dem Stream halt. Was soll ich euch sagen? Nein, Chat, ihr seid weird as fuck, Alter. So. So, nochmal Zähne putzen. So.
Baby, du weißt, ich geh nicht. Oh, Baby. Du schreibst Penis. Oh, Baby. Ich bin da für dich. Nimm meinen Schwanz in dein Gesicht. Ey, fuck, Mann! Digga. Deine Zahnpasta ist da reingefallen. God. Baby. Okay. Ranger. You can switch the cam right now. Okay. Okay. Ah, da seid ihr doch, meine lieben Freunde. Digga, machen wir die Scheiße aus. So. Oh, heute war so ein harter Arbeitstag, mein Rücken. Oh. Heilige Scheiße. Oh. Nee, Chat. Oh. Das ist natürlich Joke, aber dieser Stuhl hat so meine Rücken gefickt. Oh mein Gott, das ist der schlimmste Stuhl aller Zeiten. Bitte DHL, bitte DHL. Fick mich nicht und es kommt morgen ein Stuhl an. Scheiße. Ja, Chat, mit Socken. Hier, seht ihr das? Mit Socken gehe ich schlafen. Triggert euch das? Ja. Also eigentlich muss ich so liegen. Respektlos, ja.
verstanden. Bock zu kuscheln? Hey. Ey, Digga, das ist voll geil, dass ich hier so liegen kann und dann mit dem Chat reden kann. Hä? Voll cool. Und irgendwann mal penne ich darauf zu ein. Nein, Chat. Hä, bin ich der Einzige, der regelmäßig checkt, wie seine Fingernägel riechen? Echt? Ich mach das immer. Was? Ich kann doch nicht der Einzige sein. Würde ich mich verarschen? Ich mach das. Ich habe gerade Hände gewaschen mit Seife und danach rieche ich immer, wie die Seife riecht. Komisch. Ihr seid komisch, Chat. Oh, Chat. Oh Gott, Chat. Jetzt mal Real Talk. Ich bin so froh, dass heute alles geklappt hat. Dass mein Dad jetzt ein Auto hatte, was vernünftig funktioniert, dass alles geklappt hat mit dem Stream, dass die Leute vorbeigekommen sind. Und wir steigern uns noch. Digga, wir haben es fucking geschafft. Nach 8 Stunden oder 7 Stunden, wo wir jetzt gerade mal online sind, 17.000 Euro zusammenzusammeln. Das ist so krass. Chat, immer wenn ich so abends im Bett liege, realisiere ich erst, wie krass das eigentlich alles ist. Was die letzten Jahre passiert ist oder was in der letzten Zeit passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, Chat, aber wenn ihr so abends im Bett liegt für euch alleine, ich bin so ein Mensch, ich denke über so viel nach, dass ich nicht mal irgendwann schlafen kann. Das fuckt mich übertrieben an mir. Also das fuckt mich übertrieben ab. Ich bin so ein Mensch, dass ich abends im Bett liege und über alles und jede Scheiße nachdenke. Das war in der Schulzeit schon so. Ich lag im Bett. Es war irgendwie, keine Ahnung, 12 Uhr. Ich war eigentlich schon ein bisschen müde und dann habe ich einfach die ganze Zeit über irgendeine Kacke nachgedacht. Und dann war ich einfach bis um 4 Uhr oder so wach und du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, oh fuck, du musst um 7 Uhr aufstehen. Bei mir ist es immer leicht pervers. Digga, Bro, also... Ach, komm, scheiß drauf. Kass, Chris Som, danke dir für deine 10 Gifte, mein Bro. Danke, Bro. Ja, Chat. Mach mal Alerts an. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich bin auch komplett verloren. Ich habe 30.000 Schulden, mein Gehirn geht nie aus. Tick Drogen. Ironie, Twitch-Chat, Ironie. Das war ein Witz, war nicht ernst gemeint. Guck mal. Wo wir schon so allein unter uns sind, Chat. Ich habe viel Scheiße gebaut in meinem Leben, muss ich sagen. Und viel
Scheiße gemacht für Geld. Und wenn ich so rückblickend darüber nachdenke, es ist so dumm gewesen. Alles. Also, ich habe es erst so richtig realisiert, als meine Mutter bei der Polizei war. Mit mir. Und vor dem Polizisten geheult hat, weil wir zur Polizei mussten. Und da hat so Klick gemacht in meinem Kopf erst. Übel spät. Übel spät hat es bei mir so Klick gemacht. Ey, yo! Ey, wie spreche ich deinen Namen aus? Martzen? MXRTZ7. Moritz! Ach, Digga, ich bin so lost. Achso, Moritz, danke dir für deine 25 Gifted. Ja, Chat, ist spät, was soll ich sagen? Ist spät. Chat, ich hab Pascal, also Pascal ist ein Typ Mensch. Ich mag's wirklich extrem gerne mit dem, auch allgemein zu chillen. Weil Pascal ist wirklich immer... Mit Pascal zu chillen ist immer angenehm, finde ich. Deswegen habe ich auch zu ihm gesagt, er kann jederzeit vorbeikommen. Er ist keiner so, wo man Kopfschmerzen hat, wo man vorbeikommt, sondern mit dem man eher Bock hat zu chillen. Guckt euch. Grüß, Digga. Sydney macht ein Video. Rohrt, ich komm gleich, wie er mit Breitenberg und Särgen im Club hängt. Bodenlos, Digga. Oh, Hugo hat mir geschrieben. Kann ich am 7. vorbeikommen kurz oder geht das nicht? Safe. Immer. Gerne. Oha! Ich hoffe, der kommt vorbei. Morgen würde ich sagen, Chat, gehen wir mal die Planung durch. Achso, ja, Ranger, du kannst über meinen Amazon Lichter bestellen. So allgemein, die wir überall dingsen können. Auch mal bedanken. Was bedanken? Bei Hugo? Oder was? That's why I miss you. I ripped it out of the gate and get a bitch and I'm gonna miss you. Achso. Nochmal 25 niemals. Oh, Digga, ich muss, glaube ich, kotzen. Boah, Digga, mein Bauch. Digga, Moritz, danke dir wieder für deine 25 Kette. Mein Bruder. Oh, Digga. Mein Bauch, Chat. Oh mein Gott, mein Bauch. Oh. Mein Bauch. Ich brauche nur so einen, der einfach nur meinen Bauch streichelt, Chat. So Dings. So rund. Ach.
Beef-Chat. Oh mein Gott, ist das respektlos, Digga. Das muss man. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Bauch. Ich bin mir gerade sehr geisteskrank. Abu? Was ist mit Abu? Was ist mit Abu? Meine lieben Freunde. Heute ist 1 Uhr. Digga, so spät schon. Warum? Hä? Zwei Uhr ist heute schon. Ist ja crazy. Wie süß, die Leute, die mir auf Insta schreiben, schlaf gut. Oh mein Gott. Ach. Chat, auf wie viel Uhr soll ich mir einen Wecker stellen? So 10 Uhr? Ja, übertreib mit 5 Uhr. 10 Uhr ist fein, glaube ich sogar. Ich mach mal so ein... Ja. Wir machen den Monte-Wecker-Chat. 10.23 Uhr. Das ist der originale Monte-Wecker. Nee, 22 war es bei ihm. Uhr machen wir. Gut. Gut. Und wie viel Uhr ist in Hamburg, Chat? Digga, stimmt. Normalerweise habe ich mal durchgemacht. Vier Uhr? Vier Uhr vierunddreißig? Ah, warte, ich hab... Bei mir... Der welche ist heute? Heute ist der 6., ne? 4 Uhr... Okay. Stimmt. 4 Uhr... 45... Kurz was trinken, essen... Okay, ja, habe ich. Das wird auch immer kürzer dann. Ja, nice. Oh. Digga. Oh.
Nee, ich habe gegoogelt bei mir. Ich habe meine Uhrzeit gegoogelt, Chat, okay?